Wie viel hast du neue Kopfhörer? Nee. Warum? Ach so, ja, das sind stinknormale Kopfhörer so. Ach so. Du hörst dich gerade ein bisschen wie Darth Vader an mit der Hand vom Gesicht. Ich bin dein Vater. Nein, Flex ist müde. Ja, ich bin erstens bin ich ein bisschen müde und zweitens strengt das ein bisschen an, dass es halt so laut ist gerade in der Party. Das ist ein bisschen. Jo, das ist ein bisschen anstrengend. Vor allem das Ganze zu realisieren. Okay, mach's gut, Underworld. Komm wieder, wenn du keine Zeit hast. Mach's gut, Underworld. Ciao. Komm wieder, wenn du keine Zeit hast. Wo ist er denn? Hallo, Maya. Also Anna Nass hat ja gerne mal eine Schädigung fürs Leben anscheinend. Tetris-Melodie, eine Viertelstunde, okay. Muss mal ein bisschen. Nein! Boah, ich muss mal. Eine Anstrengung weniger in der Party, ja. Danke. So, ich muss mich jetzt auch noch ein bisschen konzentrieren, hier, was hier abgeht bei Outlast, weil sonst blicke ich hier gar nicht mehr durch. Bist du auf Hardcore-Reflexen hier, oder? Ja, ja, auf Dings, auf Überlebensmodus, ne? Auf Wahnsinnsmodus. Ja, ja, sicher. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, dann ne, würde ich ja nicht Reflex heißen. Du willst ja nie Reflex, du willst ja Sascha. Ja, das stimmt. Man nennt mich auch Mr. Souverän. Auch vielleicht sind einige schneller wie ich oder vielleicht sind sie ja viel flinker wie ich. Aber dafür bin ich souveräner. Jetzt bin ich schon so müde, das habe ich schon den echten Namen von Reflex verraten. Souveräner? Du schaffst das, Lex, nur noch 6 Stunden. Yeah. Ich versuche eigentlich immer zu vermeiden, sowas. Zum Glück ist dein Name nicht Kevin. Jo, Anna Banana, da sagst du was. Und dann noch. Was? Bisschen ins Bett oder schaffen. Oder Dustin. Ja. Oder Daniel. Justin. Zum Glück nicht Kevin. Ja, das ist auch so ein Name, ne? Fucking Uli. Also, ich heiße ja Waldemar. Waldi. Waldemar Wiens. Da gab's mal einen, der hieß wirklich so. Den habe ich kennengelernt. Waldemar Wiens. Und da war ich so ein wirklich so ein. Was macht denn Gizmo eigentlich gerade? Gizmo? Gizmo pennt. Gizmo pennt, schläft. Mhm. Ist das der neue neuer Content? Gleich nein. Kommt der Bug. Nein, nein, das ist neuer. Das ist kein neuer Content. Das ich komme der Bug und Reflex muss nochmal von der. Hey, Underworld. Underworld ist wieder da. Das ist her, dass wir uns mal gehört haben, ne? Ja, stimmt. Ja. Ah, ich habe Latte mit Underworld, aus. Super. Lang ist her, dass wir uns gehört haben. Sag mal, wo hallo, kommst du Underworld. Denn her? Aus. Jo. Springfield, jo. Bitte sehr. Bananas, Anna mein Bananas, Kater schläft auch. Schläft, meiner schläft ja auch. Mach's gut, Underworld. Komm wieder, wenn du keine Zeit hast. Underworld. Hallo, Underworld. Hallo, Underworld. Lange, lange nicht gehört. Ich hab natürlich. Der tut das, was Flex jetzt gern tun würde. Oh ja. Ein Bananenbrot. Mit einem von euch aus der Party. Heute da brauchst du keine PS4 mehr neu starten, das reicht, wenn du eine neue Party aufmachst. Ja, nur Verbindungstest halt, weißt du. Oder das reicht auch schon mittlerweile. Genau. Da gab's Steaks. Hallo, ich klemme. Ich klemme fest in der Tür. Auch eine Katze. Jetzt nicht mehr. Ich hab zwei. Aber du schaffst das, wir glauben an dich. Das ist supi. Das ist doch schön. Du streamst ja schon seit gestern Abend 8 Uhr.
Ja, seit gestern Abend 20 Uhr und es geht noch bis 20 Uhr. Wir hatten bis jetzt drei Spiele. Resident Evil haben wir durchgespielt, 10 Stunden. Dann 6 Stunden vorhin GTA 5 online und jetzt halt Outlast. Wie Rambo jetzt zugespammt wird. Vier, fünf Leute sagen ihm seit 20 Uhr. So. Ich fand es interessant, wie gesagt, ich habe ja gestern, war das gestern oder heute Nacht war das gewesen? Ich glaube, Konsum hatte irgendjemand, hatte ich das auch im Stream gesagt, dass bevor ich den gestartet hatte, hier den 24-Stunden-Stream heute, also die Let's Play Live-Show, habe ich auch mal so 24, also 24H gesucht bei Live von der PlayStation und da waren vier oder fünf Streams. Mittlerweile sind die schon alle offline. Gibt es keine mehr. Das ganz weit Daumen hoch, ja. Das ist ganz weit oben. Ich finde es immer interessant, wenn da steht, ja, 24 Stunden Minecraft. Und nach 2 Minuten ist der Stream schon wieder off. Das ist so geil. Seit gestern 20 Uhr, seit gestern 20 Uhr, seit gestern 20 Uhr. Mein Gott, jetzt muss es aber so langsam mal kapiert haben. Seit gestern 20 Uhr. 7 Minuten Tetris-Melodie. Ich hätte ja da noch so einen Remix, aber den finde ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht von dem. Kennst du den So. Löwenzahn-Remix? Ja. Ich glaube, den Flex können wir nach dem Stream einliefern lassen. Wolltest du nicht gleich mal eine Stunde Pause machen? Ja. Von, genau, 3 bis. Ja, ich mache jetzt die Stunde, mache ich jetzt noch. Löwenzahn. So. Oh, die Energy Drink, der hat mich geschafft, ey. Echt? Ja, meiner kursiert auch so ein bisschen im Magen rum. Deswegen bin ich jetzt auf Kohle umgestiegen gerade. Ich habe mir gerade ich hab die mein Pulle ganzer leer Magen gemacht. ist ausgebläht von dem Gelümbe. Und für ein Gelimbe. Das ist eigentlich irgendein Grund, warum ich das nicht mehr trinke. Ich frage mich, dass das Ist alle mit das. Energy drin Nein, vom Stuhl falle ich nicht, nein. Ich. Bis halb oder bis halb 3. Auch geil. Ich mache bis halb 3 oder 3 oder 15 Uhr. Ich bin schon voll fertig mit dem Salat, alle. Es liegt daran, dass ich mal 3 Jahre jeden Tag eine Energy getrunken habe, 2 bis 3 Liter. Da kann ich in der Pause duschen gehen, finde ich Das gut, macht ja. irgendwann den Magen Wie kaputt. gesagt, Stunde Pause gibt's dann und dann geht's weiter. Bro! Falls der Flex hier Allrider! nicht eingeschlafen ist. Nein, ich werde nicht Ja. einschlafen. Davon kannst du ganz beruhigt sein. Gut. Das wird durchgezogen. Das habe ich gesagt. Und das mache ich auch. Ich mache mal jetzt einen warmen Tee. Immer diese Ungläubigen. Machen wir gleich noch ein Bier auf. Ihr Ungläubigen. Jetzt schon? Solltest die Beine hochlegen. Ja, werde ich auch machen. Ich mache schon 6, 12 Uhr. Tun nämlich die Beine Lass nämlich das schon mal ein wenig schon weh. aus, deine Haxen. Ja, Spinne. I. Weg. Weg. Ich wette, wenn jetzt Reflex eine halbe Stunde schläft, ist der garantiert länger als eine halbe Stunde weg. Der hört den Wecker nicht mehr. Ja, ich höre den Wecker Ja. auch nicht mehr. Dann Weck fährt dich Stefan dann rüber. mit Telefonterror. Duft, duft, duft. Ihr braucht mich nicht wecken. Ich werde doch nicht einschlafen. Der Reflex braucht dann genau die gleiche Klingel wie ich habe. Hey, da kommt Phil oder so rüber und haut dir eine runter. Die Knastklingel, Dr. Knastklingel. Konsumer. Dr. Konsumer. Oh, Dr. Konsumer! Da kommen Oh, wir das, ey, das wäre doch mal ein geiler YouTube-Channel, Dr. Konsumer kocht. Ja, Dr. Konsumer kocht. Vor allen Dingen Dr. Konsumer kocht. Wisst ihr, wie das klingt? Das klingt wie, als würde ich Doktor. Menschenteile kochen. Ja, oder Tiere. Naja, gut, im Endeffekt Schwein ist Aber jetzt vor allen nur. Dingen Dr. Konsumo kocht. Das Dr. klingt schon so Konsumer richtig. kocht. Das klingt schon übelst creepy. Dr. Ja, du Konsumer. kochst dann wahrscheinlich Das Meth klingt wie der oder neue sowas. Titel von Outlast. Das Ja. klingt wie eine Folge. Das klingt wie eine Folge von Breaking Bad. Dr. Konsumer. Unser kleiner Dr. Kannibalist. Konsumo und seine Chemiefabrik. Unser kleiner Kannibale, der Dr. Konsumer. So, großes Finale hier bei Outlast. Was ist das denn? Jetzt sie haben wie eine Kaffeemaschine im Hintergrund. Das ist meine Maschine, ja? Das Du ist machst dein jetzt einen Kaffee? Magen. Nee, bei mir gibt's jetzt Tee, warm Tee für meinen kaputten Magen. La 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 la
Cooking with Scorpion. Ja. So, Finale. Outlast. Finale. Oh. Also von irgendjemand von euch ist das Mikrofon etwas defekt, würde ich mal meinen. Ich habe mal gerade das Fenster aufgemacht. Ich habe seit Anno 1940 keinen Sauerstoff mehr hier. Ich muss auch mal wieder aufmachen. So. Bananenschrot mag Bananenbrot. Und aus Bananenbrot wird Bananenkot. Oi! Keiner wissen. Das soll keiner wissen, ja. Was aus deiner Banane wird. Mann, hallo. Ey, bitte. Ivo. Bitte. Oh. Jungs. Ja, Anna Banane. Luft. Frische Luft. Luft. Reine Luft. Die Luft ist, oh, ja, ist so rein. Idee, ich mache, Cooking with Scorpion. Cooking with Penis. Hey Chef, bring uns was zum Spielen mit. Ja, ja. Was Spannendes. Und Schokolade. Versuche zu entkommen. Okay. Ich höre hier Sachen, die höre ich nicht mal an der Party. Welche sind ja, das? Stimmt. Ich strecke mich gerade. Ich tue gerade die Gurke in den Kühlschrank. Ich schaff das. Ey, ich müsste eigentlich im Wintermantel hier drin hocken, wenn ich das Fenster auflasse. Ich mache erstmal einen anderen Ohrwurm wieder, mir geht das mit der Tetris-Musik auf den Sack. Okay. Oh ja, erstmal lieber einen Apfel. Jemand, der schon das Magnitude zitieren kann. Sehr gut. Santa Maria empfiehlt, essen Sie doch lieber meinen Apfel, nur hier 10er Pack Äpfel, 99 Cent. Mit Mayonnaise. Mit Mayonnaise, wenn Sie jetzt bestellen. Ein abgelaufenes Päckchen gratis. Aber warten Sie, das ist doch nicht alles. Wenn Sie unsere Berater nach der Super... Was nein, Mann? Du hast doch die perfekte Stimme dafür. Wieso machst du sowas nicht? Was nein, Anna? Was nein, ey, Anna, was nein, Banan? Mach das mal ein bisschen deutlicher. Wenn Sie unsere Telefonberater jetzt auch noch fragen würden, dann bekommen Sie diese schicke Zitrone gratis dazu. Und jetzt gibt's Pause. Ja, ich habe mich auf jeden Fall mal dafür entschieden, jetzt um 20 Uhr eine Pause zu machen. Das heißt, wir spielen gleich weiter Outlast DLC. In einer Stunde sehen wir uns hier an diesem Ort wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein oder bleibt dran. Whatever. Und würde ich dann sagen, dann bis gleich. Gute Erholung. Ja, bis gleich. Oder bis in der Stunde. Bis gleich. Bananenbrot springt hier unten überall. Ja. Springen tue ich nicht. Das kann ich dir mal schriftlich geben. Sag niemals nie. krass. Warte mal, ich riech was. Ja, ich was nicht. Was ist los? Ist ja schön, sie geben Rauchzeichen, was sonst? Sie weiß, was da. Sie haben einen Klappstuhl ausgeräumt. Jetzt dreht's total durch. Oh mein, du machst Kaffee. Was ist das? Ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Okay. Daniel, wie lange bist du schon wach? Also gestern war ich bis 4:30 und heute bin ich 9 aufgestanden. Okay. Aber war nicht bis 4:30 im Stream, hab mir noch was angeguckt. Ja, wie ist was? Wann bin ich raus? Ich bin 3. Nee, keine 1,5 Stunden Porno, das ist doch Schwachsinn. Nee, ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Wie kommst du auf Porno? Ja, weil du wieder fragst, ja, was wohl? Nee, das kann doch sein, dass du Porno angeguckt hast. Dich oder denkst.
Ja, was ich wieder denk. Läuft der Stream eigentlich noch? Ja, der Stream läuft noch. Ja. Es laufen gerade die Credits von Outlast. Willst du einen Nussknacker? Mann. Der will Nüsse knacken? Ach, Pappen. Pappen halten. Oh Mann. Das hat gerade jemand im Stream gefragt. Was denn? Willst du einen Nussknacker? Ah. Und, aber nein, ich will keinen. Du bist einer. Ich ein Nussknacker, wir hätten eigentlich keine Nüsse mehr. Das wollte ich gerade sagen. Deswegen will ich gehen haben. You have to wait for later for the Super Buffer Raider. It's got local button trader Super Buffer Raider. Daniel, hast du schon überlegt, zum Psychologen zu gehen? Schau in die Comments, dann weißt du warum. Schau in die scheiß Comments. Nee, da muss ich ja mein Spiel jetzt beenden. Ja. Oder das Tablet raussuche. Oh, ich glaube, ich habe etwas zu viel Süße mit dem Tee geschmissen. Hey, die Witzka ist süß. Tee kann nicht süß genug sein, ja? Oh, ich bitte. Oh. Nee, ich kann es immer so, weißt du, ein Glas voller Zucker, da tue ich dann einen Teebeutel rein. Ein Glas voller Zucker, das ist ja auch ein Witz. Ich kann da ja mal 300 Milliliter Süßstoff nein kippen. Flüssig. Das ist ja. Dann immer noch sagt, ob das sein oder, reicht. Oder eine Schüssel Stevia. Dann haut es dich aus dem Latschen. Naja, eine Schüssel Stevia. Ja. Dann stirbst du an einem Scheiß. Ohne Scheiß, das ist so. Ich habe da mal so eine Fingerspitze genommen und das war ein bisschen viel. Heilige Scheiße, hat es mir den Mund zusammengezogen. Das war der kleine Finger. So, und so ein bisschen was. Es ist nur süßer, ist aber. Das denkst du nur. Ja, natürlich denke ich es nur, aber das ist. Es ist hat trotzdem weniger süß. Zucker wie normaler Zucker. Ja, natürlich. Das ist ja keine Frage. Ich habe vor kurzem irgendwo grüne Fritz-Cola gesehen mit Stevia. Und normale Coca-Cola grüne Fritz- mit Stevia. Nee, was? Die grüne Fritz-Cola, das ist Melonenlimo. Nee, grüne Fritz-Cola ist mit Stevia. Ja, ein grünes Etikett. Grüne ist ein Melonenlimo. Nee. Die schmeckt total geil, die Melonenlimo. Freundin hat sie mir letztens gesagt, dass sie richtige Cola haben. Also von Fritz Cola mit Stevia drin, anstatt mit Zucker. Mit richtigen. Bin gleich wieder am Stissen. Ich durfte sogar schon die Coca-Cola probieren mit Stevie. Schlecht muss man sagen. Okay, ich werde es mal ausprobieren. Bis gleich. Du wirst in Deutschland aber nicht kriegen. Ich glaube noch nicht mal, dass es die hier gibt. Ist Clan Kasper eigentlich noch da? Unser Party ist drin, aber man hört ihn nicht. Okay. Ja, vielleicht ist sie gerade Mittag. Ach nee, warte mal, Mittag glaube ich nicht mehr um die Uhrzeit. Doch, hier ist es um die Uhrzeit Mittag. Echt? Wie spät, ja. Nee. Fast Kaffeezeit. Zwischen 2 und 3 ist bei mir Mittag. Echt? Ja. Und wann nimmst du Kaffee zu dir? Kaffee? Inwiefern? Ja, Kaffee, Vesper. Kaffee den ganzen Tag über. Ja, ich trinke keinen Kaffee. Nee, ich esse am Wochenende Frühstück um 9, Mittag um 2 und Abendessen immer um 10.
Ja. Ja, das sind meine Gewohnheiten aus Spanien noch. Da sind diese Zeiten normal. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Ich würde dafür keine festen Zeiten. Darum wiege ich auch wohl 120 Kilo. Ich schlage Renés Rekord. Ich weiß, dass du bist fetter wie ich. Du wiegst mindestens 80 Kilo mehr wie ich. Was wiege ich? 80 Kilo mehr? Ich wiege nicht 80 Kilo mehr wie du. Ich bin nicht fett. Wenn der Daniel und ich, wenn wir bei mir im Aufzug drin stehen, da geht der Übergewichtsalarm los. Wenn wir in einem Auto auf jeder auf derselben Seite sitzen, dann schleift die hier die Hinterachse. Radabdeckung am Reifen. Ja, das Schitzverbaut. auch. Dann kann Nienchen nur in eine Richtung um die Kurve fahren, weißt du? In die Richtung, die wir uns gerade beugen. Ganz genau. Ey, wir werden. Obwohl. Nö, meines nicht. Er meint meins. Ey, ganz ehrlich, René und ich, wir könnten zusammen einen Vierer-Bob aufstellen. Pro Nase. Naja, aber. Sagen wir, also, nee, Und ich bin es nicht gibt fett. viele Frauen, die wollen einen Mann, der ein bisschen mehr auf den Hüften hat. Die wollen so eine Kuschelzone haben. Die wollen kein hartes Brett haben. Und ich will auch keinen Hungerhaken als Frau haben. Weißt du, eine, die eine Bohnenstange ist. Nur Hundespiel mit Knochen. Wenn ich noch ein halbes Jahr mich nicht rasiere, dann kannst du mich ins Schaufenster stellen und als Steifteddybär verkaufen. Okay, das machen wir. Nee, muss nicht mal dünner sein. So war die war gut. Die war gut. Andermal fragt sich gerade, von was wir reden. Ach ja. Sascha dreht durch, wenn der den Stream schneidet und er hört dann, was wir für eine Scheiße labern, während er nicht da ist, der bringt uns um. Doch, du wirst mit übertragen. Boah, der fliegt tief. Leck mich. Oh. Ach Gott. Der A380 fliegt aber ganz schön tief heute. Das heißt, es gibt gutes Wetter. Der A380. Ja, ich wohne in der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen, leider. Da, wo du fast weggeweht wirst von den Turbinen. Nee, danke. Dann brauchst du keinen Sprungturm, dann fliegst du so 20 Meter ins Meer. Konsumer wird zum Flughörnchen. Auf einer Songtextseite gibt's das. Ich habe gerade nur den Stream offen, ich zock gerade gar nichts. Ich sitze hier wie so ein Elend, sitze ich hier auf meinem Stuhl und warte, dass es weitergeht. Nein. Das habe ich schon geschafft. Auf der Fahrt, wo ich zu René bin, habe ich 4 Dosen gesoffen. Da bin ich im Stau gestanden 3 Stunden. Da habe ich mir auch gedacht, ey, wie überlebe ich denn das bitte?